Mountainbiken gehen und vorher die Strecke im Internet erkunden. GPS-Daten zeigen den genauen Weg der Tour an, damit vor Ort so wenig Aufwand wie möglich entsteht. Vorbei die Zeiten, wo Ausflügen lange Planung vorausging. Der Gast will ein Rundum-Angebot bei sportlichen Aktivitäten. Die Gäste sind nun mal vom Wetter abhängig, sagen, boah, jetzt ist klassisches Wetter. Und wenn der sich jetzt entscheidet, in Wien, in Linz, in München, ich fahre in Salzkammer gut zwei Tage zum Mountainbiken, nachher will sich der jetzt nicht zu Hause drei Tage damit auseinandersetzen, wo fahre ich hin, wie organisieren wir das an, der will ankommen und möchte sagen, passt, ich gehe bei meinem Hotel rein, wo ich weiß, das ist auf mein Thema spezialisiert. Wenn Sie nur daran denken, an das Mountainbiken im inneren Salzkammergut oder wenn Sie denken an das Skifahren, wo wir mit den Skigebieten intensiv arbeiten, um die Dienstleistungskette zu schärfen, denn es sind viele Kleinigkeiten, die letzten Endes ein Erlebnis ausmachen. Was aber immer dahinter steht, ist ein Motiv, nämlich der sportlichen Betätigung. 110 Euro geben Oberösterreichs Gäste durchschnittlich pro Tag bei ihrem Urlaub aus. In Summe sind das 3,2 Milliarden Euro, die Oberösterreichs Besucher im Land lassen. Man darf nicht vergessen, die Menschen heute haben ja einen persönlichen Trend auch zur Selbstvorsorge, zur Gesundheitsvorsorge. Und da setzen wir auf. Die einen wollen meditativ unterwegs sein, andere wollen sich sportlich ausbauen. Das heißt, es betrifft alle Bevölkerungsschichten. Sportliche Großveranstaltungen locken zusätzlich mehr Gäste ins Land. Davon profitiert die Region, die Wirtschaft. Beispiel der Linz-Marathon. Im heurigen Jahr waren ja über 18.000 aus 90 Nationen da. Das heißt, also die Hotels sind gut gebucht. Die Leute gingen shoppen, einkaufen. Und bei einer Umfrage, die wir mal gemacht haben unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist herausgekommen, dass also 60% eigentlich, nachdem sie bei uns den Marathon gelaufen sind, ein besseres Bild von der Stadt hatten als vorher. Also es ist schon sehr wichtig. Der Skiweltcup gastiert schon seit 1986 bei uns in der Region und war mit Sicherheit Auslöser, dass auch Hinterstoder und die Region Pyhrn-Brill einfach bekannt ist, über die Grenzen hinaus und vor allem Wintersportkompetenz aufbauen konnte. Sport und Tourismus noch mehr vernetzen, so das Ziel. Das bedeutet mehr Wertschöpfung für die Region und mehr zufriedene Gäste. Da sind sich Oberösterreichs Touristiker bei der Tagung in der Johannes-Kepler-Universität einig. Denn die Tourismus- und Freizeitwirtschaft bringt rund 7 Milliarden Euro Wertschöpfung in Oberösterreich.